Ein Hallo und willkommen zurück zu Dishonored, die Maske des Zorns. Ja, wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt, solltet ihr das doch machen, damit ihr wisst, was wir gemacht haben. Wir sind nämlich jetzt in dem Hauptgebäude, wo Campbell nämlich lebt, residiert. Keine Ahnung, wenn man das so nennen kann. Wir haben noch ein Knochenartefakt im letzten Part gefunden, sind eigentlich ziemlich lange herumgerannt. Wir hätten schneller geschafft, wäre ich nicht so blöd gewesen, dass das Knochenartefakt nämlich ganz vorne gewesen wäre. Naja, schaut den Part doch einfach selber, um zu wissen, was wir gemacht haben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf in dieses riesige Gebäude. Und gehe ich recht der Annahme an, dass das die einzige Wache ist, die da steht? Es scheint mir so. Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? So, komm mal her, Kollege. So, du kommst mit. Ich platziere mir die. Ich bin es. Aufseher Martin. Ja, ich befreie dich ja direkt, Kollege. Chill mal kurz. Ich will ja erstmal hier den Aufseher erstmal hier wegschleppen. Corvo, ich wusste, dass sie schaffen. Habe ich auch dem Admiral gesagt. Alter, wie bist du denn hier gefangen? Was für ein Anblick sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer sie sind und was sie wollen. Und ich kann helfen. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Kein Problem. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen. Okay, danke schön. Gut, wir haben jetzt erfahren, dass wir auf jeden Fall dann nicht wieder komplett zurücklaufen müssen, sondern hinten direkt dahinter, hinter dem Büro mit dem Boot fahren können. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Gut, Marty ist jetzt also keine große Hilfe, wirklich. Der verpisst sich also direkt. Und jetzt frage ich mich nur, wo wir eigentlich entlang müssen. Lang müssen? Hinten müssen. Ja, super. Setze teleportieren ein. Ja, ich weiß schon, wie das geht. Ich gucke jetzt gerade nochmal kurz mit dem Herz. Okay, wir müssen auf jeden Fall da rein. Ich würde sagen, wir speichern jetzt hier nochmal ab, schnell. Hatte ich am letzten Mal schon gesagt, die Schnellspeicherung mal rausfinden. Das gucke ich jetzt auch mal nach. Und da, was man die Schnellspeicherung hat. Schnell speichern, F5, schnell laden, F9. Gut, dann mache ich das nochmal. F5. Hat der das jetzt... Ah, da hat er gerade was gemacht. Ich guck mal kurz, ob er es gemacht hat. Komisch. Naja, egal, ich speichere einfach wieder so. Ist aber nur ein Schnellspeicher, denkt man, das wird auch gar nicht angezeigt. So. Wir könnten ja jetzt mal nach hier oben. Oder können wir hier noch weiter hoch? Ne. Dann wieder unser mächtiges Teleportieren. Geht das? Jawohl. Super. Haters, das ist wieder dieser Spruch. Den hat man ja schon überall gesehen. Gott, wie das hier alles bewacht wird, ey. Ist schon krank. Oh, durchsuche das Archiv nach Informationen über das Zeichen des Ketzers mit dem Aufseher gebrandmarkt wird. Was? Es gibt eine Methode, um Aufseher zu exkommunizieren, sogar den Oberaufseher persönlich. Die dafür notwendigen Vorkehrungen finden Sie in einem Buch in den Archiven. Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Ein ehemaliges Mitglied. Dann hören wir uns das mal an. Versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er. Okay, es sind auf jeden Fall viele Wachen. Und ich muss jetzt nochmal gucken, wo die Runen denn sind. Okay, die sind da erst ganz da hinten. Brandmarkierungsanweisung. Okay, dann suchen wir die auf jeden Fall. Ich denke mal, wir müssen da rein, oder? Also das wird auf jeden Fall schwer werden. Also wir können es auf jeden Fall nicht jetzt irgendwo... Wir könnten jetzt von Laterne zu Laterne porten. Das könnten wir machen. Versuch das jetzt einfach mal. Das klappt bestimmt. Wohl so ein weiter Weg schafft er, glaube ich, nicht. Wie mache ich das denn? Vielleicht schalten wir erstmal die ganzen Wachen aus, damit wir uns einfach frei bewegen können. Okay, der dreht sich jetzt um. Der kommt zurück. Das sind ja eigentlich nur zwei Stück, die hier im Moment rumlatschen.
So, dann gehe ich mal nach hier unten. Und guck mal. Spitzel mal ein bisschen. Geht ein anderer Typ eigentlich entlang? Wo geht der jetzt entlang? Wo sind die jetzt? Ja, da ist einer. Wo ist der andere hin? Ja, okay, wenn wir so machen, sehen die uns ja nicht. Also, das weiß ich ja. Und der andere kommt auch zurück. Ja, der kommt zurück. Okay. So, ich aktiviere mal die Nachtsicht. Der bleibt ja da stehen. Wenn der jetzt gleich zurückgeht, dann erwürgen wir den. Nämlich jetzt. So, komm mal mit, Kollege, bevor dein Freund das sieht. So, den schnappen wir aber auch irgendwo anders hin, nämlich nach da hinten. Weil nämlich der eine geht hier bis nach da hinten und vielleicht guckt er ja mal nach hinten und sieht dann die Leiche. Also den bewusstlosen Typen. Und das wäre jetzt nicht so gut. So. Und da hinten steht jetzt noch die andere Wache. Da warte ich jetzt einfach auch, bis er wieder zurückgeht. Kommt der da irgendwie entlang? Ja, da ist er doch. Okay, hierdurch können wir den ja sehen. So, was die für eine Maske aufhaben. Die waren bestimmt stärker als die anderen Wachen vor im vorigen Gebiet. So, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Super. Dann komm du auch mal her. Boah, das war in letzter Sekunde. Der hat uns das gerade wieder vergeigt fast. Glaube ich. So, dich legen wir jetzt mal nach hier hinten. Boah. Das war aber echt in allerletzter Sekunde, glaube ich. Gibt es hier irgendwas zu nehmen? Nein. Dann gehen wir jetzt mal nach hier hinten. Und speichern, würde ich sagen. Denn wir haben ja die beiden jetzt eigentlich ganz gut erledigt. Klar, Stealth kostet immer mehr Zeit. Aber ich meine, so prügeln ist auch nicht gerade wirklich gut. Weil wir verlieren dann auch Leben. Hilfe. Oder sieht er uns gar nicht erst? Lol. Er sieht uns gar nicht erst, wenn hier so ein Typ steht, oder wie? Der hat auch einen Tunnelblick, irgendwie so gerade. So, also über seinen Kopf kann er nicht gucken, oder wie? Was guckt der Typ sich da überhaupt an? Ich meine, ich finde es echt cool gemacht mit diesen Händen so. Das hat auch GameStar mal gesagt, dass sie irgendwie diese Hände sehr gut animiert hätten. Das ist auch cool, was sie so für Bewegungen machen. Und naja, komm, du drehst dich wahrscheinlich eh wieder um zu mir. Ja, wollte schon sagen, wäre ich jetzt runtergegangen, hätte ich kämpfen müssen. So. Jetzt aber. Komm mal her, Kollege. So, du kannst aber auch direkt da bleiben. Ich würde sagen, du gesellst dich jetzt hier einfach zu deinen Leuten. So, dich lege ich jetzt hier hin. Was hast denn du dir überhaupt angeschaut? Achso. Aha, okay. Ein Verhandlungsplakat. Was sind wir denn wert? 30.000? Ja, ich kann mich ja selbst umbringen. Ich liefere mich selber aus. Hätte ich gern das Geld, aber bitte schon noch. Bolzen. Okay, haben wir keine. Also, haben wir genug. Das meinte ich. So, durch Schlüssel doch gucken. Meine Güte. Sind da viele Leute? Was ist das? Also, ich spiele auf deine Art. Alternative Wege. Es gibt viele Wege durch deine Mission. Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um dein Ziel zu erreichen. Okay, Holger Smith, da müssen wir also rein in das Gebäude. Jetzt gucke ich mal. Okay, die Runen sind auch alle da drinnen. Und ich sehe gerade, das ist nicht schön. Die Typen kommen nämlich gerade entgegen. Nein. Der hat es nicht gesehen. Das war aber auch wieder haarscharf. So. Ich denke mal, ich gehe gleich nach da unten. Nein. Was gesehen? Ich lade den Spielstand neu. Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Spiel laden. Hier. Das können wir machen. Jupp. Ich glaube, da waren wir ja nur kurz vor dem Typen. Genau, da waren wir hier. Das ist ja ganz okay. Aber der kommt ja jetzt erstmal wieder entlang und guckt sich die Sachen an. Ich könnte ihn auch einfach mit dem Armbrustbolzen ausschalten. Mache ich aber nicht. Ich bin ja nicht so fies. Jetzt kann ich erstmal wieder warten. Wir stehen hier wirklich und der guckt sich das erstmal an.
Kann ich hier mit so einem Armbrust auf den schießen? Aber so fies bin ich nicht. So. Was macht der Kollege jetzt? Ah ne, der ist ja immer noch da. Jetzt geh doch mal zurück, meine Güte. Dann speichere ich auf jeden Fall jetzt hier vorne nochmal. So, komm mal her. So. Das nehmen wir jetzt alles wieder auf und speichern hier nochmal. Ich weiß, es wäre natürlich spannender, wenn wir jetzt nicht speichern würden, aber das tue ich mir ganz sicherlich nicht an. So, alternative Wege, super. Ich versuche jetzt aber hier mal runterzugehen direkt. Boah, das haben wir diesmal perfekt geschafft, ohne dass uns da irgendjemand gesehen hat. Ah, super. Ja, das ist ja praktisch. Also da frage ich mich echt, wer sich gerne prügelt, finde ich, der sollte andere Spiele spielen. Ich finde so Stealth einfach viel stylischer, irgendwie, weil das so... Ah, das ist einfach dieser Nervenkitzel. Boah, hier sind sie hier. Also ich finde das irgendwie cooler. Weiß ja auch nicht. Oh nein, Holzbalken, hier kommen wir ja nie im Leben durch. Da, und bam. Und da sind die Holzbalken weg. So. Was ist das hier? Bolzen können wir immer noch nicht nehmen. Aber jetzt ein Trank. Und wo ich gucke, aktiviere auf jeden Fall die Nachtsicht. Hier scheint niemand zu sein. Wo sind wir jetzt hier? Frage ich mich nur. Hallo? Hm. Oh, dann speichere ich hier einfach mal. Wieder. Weil wenn wir jetzt hier wirklich schon im Gebäude drin wären, wäre das irgendwie richtig knorke. Ich aktiviere einfach mal das Herz, dann können wir ein bisschen gucken. Ah ja, wir sind ja schon relativ weit. Ja, das ist super. Aber was gibt's hier hinten? Da ist noch eine Türe, hier ist auch noch eine. Spicke ich mal durch. Hier kommen wir anscheinend wieder. Wo geht's hier entlang? So, wir sind jetzt hier hinter dem Gitter. Also, das ist ja super. Okay, jetzt gucke ich aber mal nach hier hinten an die Türe. Und hier können wir... Hier können wir auch durch. Super. Na, gut zu wissen. Wo geht's hier hin? Tokanert. Was? Zum Zwinger gehen? Was? Da müssen wir da eigentlich rein für eine Rune oder so? Obwohl, warte mal. Ich gehe einfach mal kurz da rein zum Zwinger gehen. Keine Ahnung, was es da drin gibt. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Okay, Hinweise. Es gibt eine Methode, um Aufsehen zu exponentieren. Sind wir hier denn richtig? Ich guck mal. Er ist ein guter Junge. Guter Junge, Justice. Was zum Teufel? Mit den Viechern will ich mich aber nicht anlegen. Okay. Ganz ruhig. Ich bin's nur. Boreal ist mit allen in Überschwemmung. Also der Zwinger, ach so. Ja, schon klar, ich verstehe schon, der Zwinger. Seht mich nicht so an. Ich frage mich jetzt so, haben die Hunde auch so einen Blick? Ja, haben sie. Was, wo geht man denn hier entlang? Was gibt's hier? Öffnen. Oh, eine Kombination ist erforderlich. Oh, hier ist eine Ratte. Hier könnte man mit einer Ratte durch. Hundezwingertür. Geöffnet durch den Hebel an der anderen Seite. Okay. Ach, da. Das hat uns irgendwie entdeckt. Wir hätten vielleicht mal auf die Nummer hier gucken müssen. Ja. Wo ist der? F ist natürlich kaputt. Lol, ich sterbe hundertprozentig. Alter, what the fuck? Scheiß Hunde, ey. Wenn man dich überhaupt Hunde nennen kann. Alter. Krasser Shit. Oh ja, Trank mal nehmen. Was gibt's?
gibt's denn hier wirklich? Ach, hallo. Jo, schieß ruhig mit einer Pistole auf mich, du Arsch. Moment, jemand ist tot. You don't... Aua. Aua. Lol, sag bloß, der Hund greift doch den an. Was zum Teufel habe ich hier nur wieder gemacht? Kein Plan, was hier eigentlich so abgeht. Ach so, das Büro des Überaufsehers. Ich kann also auch irgendwie so entlang gehen. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Oder ich lade das Spiel nochmal neu. Weil so planen wollte ich das eigentlich nicht. Rune, Rune. Sieht mir doch verdächtig aus, diese Statue. Was ist das denn? Das Geheimzimmer. Wow. Okay. Auch nicht schlecht. Aha, BHs liegen hier rum. Super. Campbell. Ich weiß nicht, wie man vorgehen im Umgang ist, aber wenn eins meiner Mädchen versucht, sie zu erpressen, schicken sie mir in die Golden Cat zurück, bevor sie ändern. Bla bla, okay, gut. Kein Bock, das ist nicht interessant. Ein Audiograph. Benutzen. Elende Pfuscher in Coldridge. Lassen Corvo einfach so entkommen. Wer weiß, was er jetzt anstellen wird. Hiram, der Lord Regent, wie er jetzt genannt werden will, vertraut auf die Sokolov-Geräte, die sich überall in der Stadt befinden. Ich bin mir nicht so sicher. Okay, das ist ein Auszug wieder. Ist das Mädchen an einem sicheren Ort? Meine zwei Besuche pro Woche erlauben mir, die Einrichtung zu inspizieren, wie man so schön sagt. Immerhin ein Vorteil. Okay, gut, dann nehmen wir die Rune hier auf und haben damit 5 von 7 Runen in diesem Gebiet gefunden. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 2 Runen. Okay, boah, um die Beherrschung aufzurüsten, braucht man 5 Stück. Dafür brauchen wir 3 zum Teleportieren. Schnellere Folge, also das machen wir auf jeden Fall, das Teleportieren, das wäre echt enorm wichtig, glaube ich. Okay, diese Nachtsicht, was bewirkt die eigentlich noch mehr? Erlaubt das in Dunkeln und das Sehen verlieren sie erst ihre Sichtfelder durch Wände hindurch, macht selbst verursachte Geräusche sichtbar, macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch sichtbar. Okay. Das ist natürlich gut. Und das Geheimzimmer, war ja doch gut, dass wir durch den Zwinger gegangen sind, auch wenn wir das irgendwie nicht stealth-mäßig gemacht haben. Hätte ich mir eigentlich gewünscht, irgendwie, aber naja, was soll's. Ich meine, das ist halt so eine Mischung, sage ich einfach mal, aus Stealth und ein bisschen Krieg. Ich dachte, ich wollte eigentlich nur durchgehen, weil ich mir gedacht habe, okay, komm. Hier wird es schon irgendwas geben. Aber wo geht's denn hier jetzt entlang? Eine Treppe hoch. So. Hier ist anscheinend jetzt schon die nächste Rune. Und da ist das Brandmarkungszimmer. So. Denn der Amtsleiter selbst besitzt diese Fähigkeiten. Junge, aber das war immer mal knapp. Er ist geduldig. Nachtsicht aktivieren. Nein, da kommt ja jemand. Spielladen. Oh Mann, Leute. Warum kommt doch jemand runter? Okay, da wird es jetzt wieder was haariger. Der interessiert doch gar nicht, dass wir wieder eine Türe zumachen. Nee, nee. Okay, Nachtsicht nochmal aktivieren. 2 Leute. Da hängt sich auch noch ein. Wir müssen nach da oben in dieses Brandmarkungszimmer. Brandmarkungsverwarnung. So, ich will eigentlich mal wissen, ob der Typ, der sich einfach wegbewegt und der andere auch mal zurückkommt. Nur bleiben die da so stehen. Hm. Gut, der verkrümmelt sich wieder nach da vorne und der geht runter und weh, du benutzt die Türe, ne Kollege. Du benutzt sie nicht. Nein, aus. Wow. Okay. Krasser Shit, die gucken durch das Schlüsselloch. Boah, das war aber mal krass.
Alter, sind die schlau. Also die Nachtsicht ist wirklich Gold wert. Gut, wenn du nach da... Boah, sind da viele, ey. Gut, du gehst nach da wieder. Oh, geh doch weiter nach oben, Mann. Dann könnte ich den wenigstens irgendwie... Der geht wieder nach oben. Und der kommt jetzt. Geht er zurück oder nicht? Ich glaube nicht. Genau, jetzt gehe ich hier hoch. So, komm schon, bitte, bitte lass es gelingen. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Jawoll! So, komm mit. Hier vorne ist jetzt nichts. Deswegen tun wir den jetzt mal nach hier hinten, den Typen. Das haben wir schon mal geschafft, super. Ich würde sagen, wir speichern jetzt hier nochmal auf jeden Fall. So. Die Typen bleiben ja eh unten. Okay. Der scheint nicht weiter zu gehen. Geht der auch zurück? Gehst du denn entlang, Kollege? So, der steht jetzt hier für irgendwas. Da sieht man den Raumkomplex. Okay, der steht also immer noch da. Ich muss am besten, ich guck mal, wie viel Tränke wir noch haben. Ich will sie nämlich nicht unbedingt verbrauchen. Knochenartefakte haben wir ja beides. Oh, wir haben noch 6 Mana-Tränke, das heißt, wir können ruhig einen usen davon. Genau, beweg dich mal weg. So, komm auch mal her, Kollege. So, du leistest jetzt dem Typen Gesellschaft, der da hinten liegt. Und wenn ihr aufwacht, tja, dann viel Spaß. Pistole kann ich eh nicht nehmen, hab genug Munition. Speichern nochmal. Ja, ich weiß, ich speichere gerade viel. Was man ja auch an den Speicherständen erkennt. Eine Rune in der Nähe, wurde mir auch gesagt. Was sie mal für große Gemälde von sich haben. Oh. Größenwahn gibt's ja echt. Den schalte ich jetzt auch noch aus. So, nee, du hast mich nicht entdeckt, Kollege. Das lasse ich jetzt erst gar nicht zu. Aber er war kurz davor. So. Den legen wir jetzt noch mit zu den Typen hier unten. Und da, die Leichen verschwinden echt nach einer Zeit. Das finde ich echt komisch. So. Die Rune scheint in dem Zimmer zu sein. Und das ist eine ziemlich große Türe. Da ist sie an der Wand. Ist hier überhaupt jemand? Okay, das ist... Das ist der Kempel und genau. Rune genommen, 6 von 7. Vergifte mindestens einen der. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Das arme Mädchen. Okay. Gift zu Kempel schieben. Kombinieren Sie beide Gläser miteinander. Gläser ausschütten, weggehen. Okay. Was ist das denn hier? Das ist Kornos Glas. Gläser ausschütten, Gift zu Kempel schieben. Ja, das wär's doch eigentlich, oder nicht? Sicher das Versteck in all dem Chaos gefunden. Wir sprechen ins Zimmer. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort. So. Zeit für einen Drink. Jetzt beobachte ich das mal. Mal gucken, was die jetzt machen. Geschlossen. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der war es nicht. Nein. Ah, hier sind wir. Folgen Sie mir bitte. Amanda, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Okay, wenn das jetzt klappt, das wäre geil. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht, ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Einen Wein, ein typhianischer Hund. Nimm bloß den linken Becher, Junge. Danke. Nun, zum Geschäftlichen.
Was ist Ihrer Meinung nach gestern Nacht passiert? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufseher, einige professionelle Damen, vielleicht etwas zu viel Bier. Ein Streich mit einem entflohenen Huhn und 10 Minuten später gibt es in der Trevor's Alley nur noch Blut und Elend. Ah, ich habe das Gift hier rübergeschoben. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Hätte ich die Gläser ausgeschüttet? Immer mit der Ruhe, mein Lieber. Mir geht es gut, Colonel. Hab sie den falschen Hals bekommen. Nun zu diesen Aufsehern. Die mindestens so schuldig sind wie meine Männer, wenn nicht noch mehr. Aber meine Aufseher haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann ihnen nicht erlauben, sie... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat das getan? Was ist los? Wovon reden Sie? Keine Zeit. Hören Sie zu. Sie müssen dem Lord Regenten auftragen, das Schwarze Buch zu verbrennen. Verstanden? Verbrennen! Das Schwarze Buch? Was meinen Sie? Sagen Sie es ihnen. Warnen Sie sie. Und dann möge die Seuche sie holen. Sie unfähiger Nichtsnutz. Ich kann es nie leiden. Campbell? Oh. Er ist tot. Wachen! Wachen! Sofort hierher! Da kommen jetzt die Wachen. Nehmen Sie Ohren. Verzeihung, was haben Sie getan? Er wurde vergiftet. Eben war noch ein Anhänger... Oh, das mit dem Ketzer habe ich jetzt nicht gemacht. Ein Initiierter. Nehmen Sie ihn fest. Sie geben hier keine Befehle. Seien Sie doch vernünftig. Er muss schon auf der Flucht sein. Verfolgen Sie ihn. Ich werde einen Bericht anfertigen. Vergessen Sie Ihren Bericht, Körner. Und geben Sie mir all Ihre Waffen. Sofort. Idiot! Noch einen Schritt und ich stech Sie ab. Sie haben vergessen, wo Sie sind, Hauptmann. Sie haben hier nichts zu sagen. Das werden Sie bereuen. Schalt den Alarm ein. Hilf mir doch! Ich würde sagen, ich helfe denen mal. Wir müssen uns rauskämpfen. So. Habe ich jetzt den Typen auch erledigt, oder wie? Beute nehmen, super. Ich will jetzt eigentlich nur mal wissen, ob... Verdammt, jemand ist tot. Ich brauche mehr Männer. Wow, scheiße. Gut, dann kommt her. So. Ich will jetzt nur wissen, habe ich diesen Ober aufs untere Wache? Wow, scheiße. So, da ist noch eine. Gut, wir metzen uns einfach mal durch. Auf zu blocken, Kollege. So. Ich frage mich nur, habe ich jetzt den Ding jetzt auch getötet oder ist er abgehauen? Ich gucke jetzt mal mein Tagebuch schnell. Sorge dafür, dass Hauptmann Körnow in seinem Besuch des optional verschont hat und suche dafür, dass Hauptmann Körnow sein Besuch im Büro des Ostes überlebt. Ja, optionale Aufgabe. Habe ich das jetzt geschafft oder wie? Oder habe ich ihn jetzt ermordet? Verdammt, ey. Oberaufseher. Nee, das ist der nicht gewesen. Ich glaube, der ist doch abgehauen, oder nicht? Körnow, ja, Ziel gerettet. Super. Okay, ich musste also nur hier. Und die Rune habe ich jetzt auch soweit. Ja, super. Das haben wir doch perfekt geschafft. Auch wenn wir jetzt am Ende ein bisschen rabiat vorgegangen sind, aber okay. Zigarettenkiste nehmen wir auch mal mit. Und jetzt, oh, was liegt denn hier noch? Ein Buch. Das 5. Gebot. Aha. Okay. Und jetzt müssen wir runter. So, das haben wir doch perfekt hinbekommen eigentlich. Oh, da war noch eine Wache. Ich würde sagen, ich speichere jetzt hier mal. Also, wenn wir das ja nicht mit Bravour erledigt haben, haben wir ihn mit seinem eigenen Sache vergiftet. Und wir mussten ihm auch helfen, damit er fliehen konnte, weil sonst wäre Dingens nämlich gestorben. Also sonst wäre Körnow... Was ist denn da für einer? Hallo, du. Ich brauche Hilfe. Mit was brauchst du denn Hilfe? Spendenkästchen, Geld nehmen. Ja, nice, nehme ich. Wofür brauchst du denn Hilfe? Bitte! Nicht! Ich mach doch gar nichts, Kollege. Ja, den lasse ich einfach. Ich könnte ihn ja nur abstechen, habe ich keine Lust drauf. Okay, öffnen. Zum Hinterhof. In den Hinterhof gehen. Super. Das haben wir doch super geschafft, finde ich. Also, ich meine... Oh. Perfekt. Die Runen haben wir auch alle soweit. Nein, da gibt es noch eine. Und ein Knochenartefakt. Und noch ein Knochenartefakt. Das ist die letzte Rune, die wir hier noch finden können. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann werden wir uns auch mal zum Samuel und die Sachen hier noch sammeln. Bis dahin. Ciao, Leute.